Ein herzlich willkommen zurück zu Doraemon Story of Seasons. Und bevor ich irgendwas anderes sage, vielen Dank an Zeterik, der mir unfassbar viele nützliche Tipps im gesamten Let's Play bisher gegeben hat. Ich kann ihn mal alle mal aufzählen. Ich habe mir ein paar so einige notiert. Und zwar, Müll ist wichtig, die Bienen sind wichtig, mit Gras und mit Gras-Futter mache ich kein Geld. Ich soll am Sommer im Vormittag Sperrfische angeln. Ich soll an das Golderz decken. Das kann ich jetzt auch eintauschen. Für Geld soll ich am See im Kullerwald angeln. Da muss ich mal gucken. Und ja, mit dem Rucksack muss ich darauf achten, dass ich mir auf jeden Fall demnächst den Rucksack kaufe. Und wir können auch den Pokal holen. Vielen Dank, wirklich. Ich hab zu Beginn des Projektes eigentlich gedacht, das schaut eh keiner, und habe halt sehr viel im Voraus aufgenommen. Die ganzen letzten Parts sind ungefähr in einem Wochenende entstanden. Und ja, das muss ich auch leider weiterhin so machen. Also ich werde jetzt nicht so viel, nicht 20 Parts wieder in eine Tour aufnehmen. Aber so 10 bis, ja, so 10 Parts, denke ich, werde ich immer im Voraus haben, weil das Projekt soll täglich kommen. Das ist jetzt auf gerade frisch. Ja, wir haben jetzt den 6. Das heißt, heute muss der Part auch kommen. Und wenn ich das nicht so im Voraus aufnehmen würde, würde ich es nicht täglich schaffen, das auch hochzuladen. Und ne? Ich hoffe, ihr verzeiht mir da, und vielen Dank für die ganzen Tipps. Wir gehen jetzt auch erstmal weiter. Denn wir haben jetzt einiges zu tun. Ich weiß, ich werde also Bilder auch viel schlauer, was das alles angeht. Okay, wir brauchen nicht gießen. Mudo bleibt heute immer drin. Apropos Mudo, ich soll ihm auch mal täglich hier Kekse geben oder streicheln oder so. Haben wir noch Kekse? Ja, wir haben noch Kekse. Weil demnächst steht das Hühnerfest ja an, irgendwie. Und geben wir ihm einen Snack. Und du siehst toll aus, Mudo. Und weil es ja jetzt so schön regnet, ne? Gehen wir mal einen Sturm angeln. Wir sollen ja Sperrfische angeln. Ich darf aber die Angel nicht vergessen. Ist ein bisschen länger her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. So, erstmal Kiste öffnen. Da war die Angel. Und ja, wir müssen vormittags auf jeden Fall einen Sperrfisch angeln, sonst können wir die Quest im Sommer nicht abschließen. Habe ich erfahren. Vielen Dank nochmal für die ganzen... Huch. Nochmal vielen Dank hier an dieser Stelle für die ganzen Tipps, ey. Und ich habe ehrlich gedacht, dass zum Start, bevor ich das Projekt gestartet habe, das schaut eh keiner, das spiele ich nachher eigentlich nur für mich. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Das Sound ist doch ein bisschen laut. Ich sollte mich beeilen, bevor es 12 ist, mit den Angeln. Müssen wir Köder kaufen? Bin mir nicht sicher. Hat die überhaupt jetzt schon auf? Genau, kaufen wir mal 2 Köder. Und dann versuchen wir mal einen Sperrfisch zu angeln. So, Köder nutzen und angeln. So, ich bin mal gespannt, ob wir einen Sperrfisch bekommen. Das ist ja ziemlich groß. Sollte eigentlich ein ziemlich großer Fisch sein, oder? Ich glaube schon. Was sieht das hier nicht groß aus? Naja, wir versuchen es mal. Das ist ein Seebarsch. Das wollen wir nicht. Und ja, ich habe einfach rücksichtslos im letzten Part einfach den Siegerkäfer verkauft. ja. Platz, Leute. Platz. Braucht Platz. So, mal gucken, was jetzt anbeißt. Nur olivgrüne Flunder. Ja, das ist nicht das, was ich will. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen hier, ne? Ihr wisst schon. Ein Schwertfisch. Na? Ich versuche jetzt auch alle Bienen und das ganze Müll zu behalten, was ich so finde. Definitiv. Und wir haben noch das Gold, also können wir auch gleich nochmal holen. Weil ich habe... Da ist auch kein... Sardine, ja. Es ist ja natürlich, dass ich durch das Gold jetzt bekomme nämlich was, und ich habe es durch meine Freundin erfahren, dass was wir bekommen. Und das ist doch schon äußerst nützlich, habe ich mir gedacht. Und das werden wir auch gleich machen. Bis 12, bis wenn,
wenn wir fertig sind mit Angeln bis 12. Wenn der Typ überhaupt auf hat, ne? Aber der ist ja gerade im Hausbau beschäftigt, denke ich. Na komm! Hallo, Fisch! Das ist doch nicht wahr jetzt. Die Zeit läuft. Zeit rennt. Es ist gleich Mittag. Bringt das nichts mehr. Ah, da ist ein großer. Hoffentlich ist das ein... Oh yeah, ein Sperrfisch. Nice, so haben wir das auch erledigt. Nochmal vielen Dank an Terik. Ich nenne dich jetzt einfach Terik, ne? Ist das okay? Ich hoffe mal, ne? Nee, soll ich es einfach schenken? Bitteschön. Ist der für mich? Danke vielmals, Nobita. Das war's? Das hat jetzt genau was gebracht? Hier? Das hat das hier was gebracht, dass wir mehr Herzen bekommen mit den Leuten? Ich glaube schon, ne? Naja, gut. Wir gehen weiter. Wir haben noch einiges zu tun. Wir können auch den Pokal abholen, glaube ich. Oder haben wir den im Lager gepackt schon? Den beim Käferturnier da. Ist er denn... Ist er denn zu Hause? Der ist zu Hause, ja. Muss einmal wieder klarkommen auf die Karte. Gerade die ganzen Icons, ne? Muss man ja durchgehen. Es dauert immer so ein bisschen, bis ich den Kopf gesehen habe. So. Nee, hier war das nicht, ne? Nee, ich verwechsel das immer. Das war hier in der Mitte hoch, ne? So. Wir sollten auch genug Platz haben, ne? Ja. Hallo? Ach ja, wo ist er denn? Ist er gerade am Speisen? Ja, natürlich. Nice. So, dann gehen wir erstmal zur Farm kurz zurück. Und guck mal, was das Gold, ob wir Gold geben können. Den Typen. Hey, was geht ab? Okay, alles klar. Der ist jetzt hier am Arbeiten, oder? Der müsste jetzt hier am Arbeiten sein. Diese faule Sau ist nicht am Arbeiten. Gut, da ist das Golderz. Den stellen wir mal kurz auf. Jetzt das hier. Na, komm. So. Ist er zu Hause? Er ist im Holzfällerwald, okay. Aber er ist nicht zu Hause. Er ist am... Was? Die schlafen am Nachmittag? Was ist los mit denen? Wieso schlafen die? Okay. Warten wir mal ein bisschen.
Mach mal ein Nickerchen bis, ja, bis 17 Uhr und dann sollten die eigentlich wach sein. Wenn die da noch pennen, habe ich auch keine Ahnung. So, die sind auf jeden Fall noch hier. Aber nicht in ihrer Wohnung. Da ist er. Ich habe Gold hier, bitteschön. Zeit, diese Tür zusammen zu zimmern. Verstanden. Ich habe gedacht, wir brauchen mehr Gold übrigens. Zuallererst. Stell sicher, dass es die beste Tür ist, die Tammy je gesehen hat. Wenn das keine Tür sei. Und fertig. Schon? Du bist unglaublich schnell. Danke dir, Penta. Ich baue sie ein, also komm mit. Okay. Schau mal, Tammy. Eine niegelnagelneue Tür, frisch aus der Zimmerei. So lobe ich mir das, Kumpel. Du hast eine neue Tür mitgebracht? Gut, lass mal sehen. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich nehme sie. Bauen Sie gleich ein, Penta. Sicher. Wie versprochen, gebe ich euch die Tür, die ich im Wald gefunden habe. Ja! Wir haben es geschafft. Aber was wollt ihr mit dieser alten Tür überhaupt? Du meinst mit dieser total gewöhnlichen Tür? Nichts. Was er sagt. Nun will ich sie ausprobieren, also muss ich Doraemon kurz ausleihen. Die Tür ausprobieren? Warte, Nobita. Wozu die Eile? Sie verhalten sich ganz schön verdächtig. Da ist doch was im Busch. Und ich werde herausfinden, was. Merkt ihr meine Worte? Okay. Okay, Zeit, keine Zeit zu verlieren. Nutzen wir jetzt. Mit der überall hin Tür kannst du wählen, wohin du gehen möchtest. Okay. Es muss irgendwo in der Stadt sein, was? Ja, daran können wir leider nichts drehen. Und? Wohin willst du? Gehen wir mal zum Pfeifenberg. Lass uns zum Pfeifenberg-Gipfel gehen. Pfeifenberg-Gipfel, komm sofort. Ja, anscheinend kann man es überall in der Stadt verwenden. Das Leben ist jetzt ein ganzes Stück bequemer. Jetzt liegt uns die Welt zu Füßen, oder? Oder zumindest die Stadt. Danke, Kumpel. Wollen wir zurück nach Natura Ost? Ja, gehen wir mal zurück. Okay, ich komme mit zurück. Super, los geht's. Wir haben die überall hin Tür erhalten. Damit können wir jetzt tatsächlich... überall hin, wo wir wollen. Wieso ist da jetzt so ein Symbol und hier und bei den anderen Sachen nicht? Aber jetzt will ich mal zur großen Baumwurzel hin. Mal gucken. Ob hier irgendwas Neues gibt. Hey, hey, nur bitte, ich brauche ein paar Stunden Schlaf. Ja, dann tu's doch. Ist jetzt hier auch das... Nee, okay. Wenn wir jetzt zu Fuß gehen, dann ist die Tür woanders. Dann bleibt die Tür hier, ne? Aber hier ist die Tür dann anscheinend immer. Okay, wir müssen mal... Was sucht er denn im Kullerwald? Hey, ich habe einfach keine Glück. Ach, du bist es, Nobita. Naja, okay. Wir sollen im Kullerwald auch nur angeln gehen. Für Geld. Und dann holen wir uns mal die Angel. Irgendwo muss da ja einen See geben. Checken wir es mal aus. Ah, die Tür ist ja jetzt... Das ist mega gut, ne? Ach. Hier. Gut, dann angeln wir mal. Und gucken wir mal, was wir hier so rausbekommen. So ein kleiner See. Also ein kleiner Fisch. Ein Krebs, ja. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Wir haben genau 4000. Wir brauchen noch 2000. Und dann holen wir uns die Rucksackvergrößerung, ne? Ich denke mal, das ist das Wichtigere jetzt, ne?
Jetzt wird es schon in der Nacht, ne? So langsam. Leider sieht man jetzt gar nicht mehr den Schatten so wirklich, oder? Ein Krebs. Ja, auf meinem anderen Bildschirm sehe ich das. Da ist das alles ein bisschen heller. Aber der Bildschirm ist kleiner. Also lohnt nicht. Viel falsch machen kann man beim Angeln ja sowieso nicht. Also von daher... Na? Wieder nur ein Krebs. Köder haben wir jetzt leider nicht dabei. Was wachsen da für Pilze hier unten? Nehmen wir gleich mal mit. Ein letztes Mal angeln tue ich noch. Und dann beim nächsten Mal holen wir hier noch mehr raus. Wenn ich die Rucksackvergrößerung habe, ne? Hä? Ich hätte schon gerne... ein Tier. Noch eins. Nicht? Ich war bis 20 Uhr und dann... Nee. Dann nicht. Gut. Eine Hortensie. Unkraut. Eine Iris. Okay. Dann sollten wir mal so langsam... gehen Heimat gehen. Jetzt sind diese komischen Fische hier, die komischen Dinger hier, Unkraut. Wie war das nochmal mit... So, die hat Hinsie, die behalte ich mal. Krebs. Okay. Was die Blumen angeht, habe ich ja keine Ahnung. Komm, die Fische verkaufe ich auch nochmal. Sardine. Und die olivgrüne Flunder. So. Braucht Mudo Futter? Ne, Mudo hat noch Futter. Und ein Ei. Und ein Ei. Tue ich auch erstmal rein, ne? Oder auch nicht. Das ist einfach so roh gefressen. Aber gut, sind die Japaner, die essen alles roh, ne? So. Ups. Ich wollte das nicht reintun, ich wollte das sortieren. Okay, wir haben nicht mehr genug Holz, aber... Ich hätte ja schon gerne irgendwie... Weiß nicht. Wir gehen nochmal jetzt nochmal nachts mal in die Stadt. Vertrödeln wir hier noch die restliche Aufnahmezeit. Und checken mal aus, ob irgendwo was noch stattfindet. Aber scheinbar nichts, ne? Das ist halt die Frage, ob tatsächlich nachts irgendwas stattfinden tut. Ja, natürlich, irgendwas wird hier wohl stattfinden, nachts. Weil es wäre ja doof, wenn es die Tageszeit halt nicht gibt, ne? Wenn es die Tageszeit gibt, aber da nichts passiert. Aber wir haben zumindest in die Party was geschafft. Wir haben den See... den Speerfisch geangelt und wir haben ja, wir haben das Pokal, den Pokal geholt und wir haben Dingens, ne? Ich mache jetzt noch ein paar Steine weg. Und wir haben die Tür. Endlich in unserem Besitz. Ah, ist da auch was.
Aber wie in so ein Spiel üblich, wird hier wahrscheinlich sowieso irgendwann wieder ein Sturm kommen. Und dann sieht das halbe Feld wieder wie Kraut und Rüben aus, ne? Wobei ich gerne Kraut und Rüben hätte. Aber halt nicht so extrem, ne? Oh, das stellt sich auch mal so manchmal so doof in mir, ne? So. Bisschen hier noch was wegmachen. Ach, das ist schon ein chilliges Spiel, ne? So. Dann denke ich mir, war es das auch für heute. Der Part muss heute ja noch kommen. Jetzt nicht mega viel überziehen oder so. Aber gut. Wie gesagt, ich nehme immer ein bisschen voraus auf. Das muss ich, sonst schaffe ich es nicht täglich, im Projekt ein paar davon rauszuhauen. Und ja, vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare. Es hat mich echt gefreut, dass da tatsächlich so viele Tipps sogar beisammen kamen. Das hatte ich bis jetzt kaum in ein Projekt gehabt. In dem Ausmaß, was die Menge an Tipps angeht und allgemein, ne? Also ich bekomme zwar schon Kommentare, aber so Tipps, bei einigen Projekten geht das auch ganz gut, bei einer nicht. Und ich habe halt bei diesem Projekt gedacht, da kommt halt nichts, ne? Habe ich halt gedacht. Nehme ich halt einfach mal auf und mache sehr viele Fehler. Und zur Not muss ich mir die Tipps halt woanders raussuchen. Aber das mag ich auch nicht immer machen, ne? Aber gut. Dann war es das von meiner Seite aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Kommentar, Abo und Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.